Recht herzlich willkommen, ich bin's, euer Matze, wie mal. Jetzt will ich selber mal kicken, ob der Ton annehmbar ist. Da werde ich gleich selber mal gucken müssen. Daher bin ich gerade selber am Suchen. Hoffentlich ist der Ton annehmbar. Annehmbar. Jo, Ton ist da. Und deswegen lassen wir dich auch noch laufen. In emsiger Fleißarbeit produzieren Honigbienen jedes Jahr. So, ich bin jetzt selber an. Ein Schatz, auf den auch. Das ist doch schon mal gut. Und daher einfach mal laufen lassen. Gucken wir, was in die Flugen kommt heute. Lass uns mal überraschen. Wie es aussieht, noch gar keiner und daher einfach locker vom Hocker. Und deswegen müssen wir uns mal überlegen, wer hier alles noch ankommt, Ruhe kommt oder nicht. In Weingarten in der Pfalz. Während andere in den Urlaub fahren, schlüpft Silke Friedrich. Und daher gucken wir mal rum, wer alles on ist. Für sie beginnt die Hochsaison. Und deswegen. Als eine der wenigen Imkerinnen der Region führt Silke Friedrich. Schauen wir mal wieder durch. Fort, das weit in die Menschheitsgeschichte zurückreicht. Und lassen noch nebenbei laufen. Neben dem Anzug benötigt sie Handschuhe, einen Besen, einen Stockmeißel und heute ein Refraktometer. Geimkert wird seit Jahrtausenden. Aber wie kommt der Honig ins Glas und welche Arbeit leisten die fleißigen Bienen für das flüssige Gold? Naja, lass mal schauen, wer alles da ist. Und die Bienen blüten Nektar auf und sammeln ihn in ihrem Honigmagen. Die eigentlich ein bisschen lauter machen. Nur die ältesten und erfahrensten Bienen eines Volkes. Sie bewegen sich in einem Flugradius von 3 Kilometern um ihren Stock und schwärmen bis zu 10-mal täglich aus. Eine weitere Aufgabe dieser Sammelprofis: Blütenpollen eintragen, bis sich um die Hinterbeine gelbe Klumpen bilden, die Pollenhöschen. Mit vollen Honigmägen und reichlich Pollen kehren die Bienen dann zurück in ihren Stock in Silke Friedrichs Garten. Die freut sich ein paar Stockwerke höher auf die baldige Honigernte. Wenn ich jetzt den Deckel aufmache und allein schon der Geruch von Wachs, vom Nektar, also ich finde es ganz toll. Während die Imkerin ins Penthouse schnuppert, krabbeln die Bienen unten in den Brutraum. Hier legt die Königin ihre Eier. Darüber stapeln sich die Honigräume. In ihnen befinden sich Wabenrähmchen, in deren Zellen der goldgelbe Schatz gelagert wird. Die Größe und Anzahl der einzelnen Stockwerke und Rähmchen kann stark variieren und hängt von der Wahl der Imker und Imkerinnen ab. Im Stock übergibt die Sammlerbiene den Blütennektar aus ihrem Honigmagen an eine Stockbiene. Diese reicht ihn wiederum weiter. Jedes Mal reichert sich dabei der Nektar mit Enzymen, Eiweißen, Säuren und anderen Stoffen an. Außerdem wird dem Blütensaft Wasser entzogen. Liegt der Wassergehalt des Nektars dann bei ca. 35%, lagern die Bienen ihn in Zellen ab und fächeln mit ihren Flügeln so lange, bis weitere ca. 20% Wasser verdunstet sind. Aus Nektar ist Honig geworden und die Bienen verschließen die Zellen zur Konservierung mit einem Wachsdeckel. Hier kommt Silke Friedrich wieder ins Spiel. Sie testet die Erntereife ihres Honigs, indem sie die Waben zur Probe schüttelt. So, jetzt können wir mal gucken, ob der Honig schon so weit ist. Da spritzt gar nichts mehr raus. Das heißt, der Honig wäre endebereit. Jetzt können wir das Ganze noch mit dem
Refraktometer nachgucken. Das holen wir uns mal kurz her. Jetzt hängen sie alle dran. So, jetzt gucken wir mal in dem Eck, was verdeckelt ist. Immer wieder schön zu sehen, wie der Honig rauskommt. Die Bienen gehen gleich dran, wollen nicht hergeben. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Wenn die Bienen kreisrund sitzen und schlecken Honig oder später, wenn sie eingefüttert werden für den Winter, den Zuckersirup. Das finde ich so toll. So, Achtung, ich brauche ein klein bisschen noch. So, bin gleich weg. Das machen wir jetzt mal ins Refraktometer rein. Refraktometer ist ein Messgerät. Das misst den Wassergehalt vom Honig. Der Deutsche Imkerbund schreibt vor, bis maximal 18%. Also da halte ich mich auch dran, weil es ist einfach, ja, es ist ein Qualitätsmerkmal, zwischen 16-18% Honig zu schleudern. Ich gucke immer, dass er wirklich so 16-17% hat. Das wäre dann für mich das Optimale. So, jetzt gucke ich mir das natürlich mal an, wie es aussieht. Muss ich immer ein bisschen ins Helle schauen. Da hat jetzt ein Wassergehalt von 18,5, also zwischen 18 und 18,5. Den würde ich jetzt noch einfach drauf sitzen lassen. Je nachdem, ich würde dann ein paar Tagen oder in einer Woche noch mal nachgucken. Und weil ich mische so nicht. Also bei mir soll er weiter unten sein. Also abwarten, Honig schlecken und fleißig weiter trocknen. Wichtig ist ein möglichst niedriger Wassergehalt, damit der Honig im Glas später nicht gärt und schlecht wird. Das Leben einer Honigbiene ist kurz und arbeitsam. Frisch geschlüpft macht sie Putzdienst, füttert Larven und baut Waben. Anschließend ist sie für Honigzubereitung und Polleneinlagerung, also den Wintervorrat, zuständig. Dann schiebt sie Wachdienst am Flugloch und schwärmt schließlich als Sammlerbiene aus. Neben den Arbeitsbienen gibt es Drohnen, deren einzige Lebensaufgabe die Fortpflanzung ist. Und natürlich die Königin. Um sie dreht sich alles. Ein Volk ohne Königin kann nicht überleben. Aber auch die Königin braucht ihre Untertanen. Sie braucht den sozialen Kontakt zu der anderen Biene. Wie die Bienen generell, also eine Biene alleine überleben, vielleicht so ein paar Stunden bis einen Tag, zwei Bienen vielleicht zwei Tage, aber das war es auch dann schon. Sie brauchen wirklich die Kommunikation durch die Berührung. In Weingarten machen sich Silke Friedrich und ihr Mann Martin auf den Weg nach Speyer. Dort haben weitere Bienenvölker in den letzten Wochen fleißig Lindennektar gesammelt und in Honig umgewandelt. Der Wassergehalt war hier bei der letzten Messung niedrig genug. Die Imkerin kann also die nächsten Schritte in der Honiggewinnung vornehmen. Die älteste bekannte Zeichnung eines Menschen, der einen Bienenstock räubert, ist übrigens über 9000 Jahre alt. Weitere 2000 Jahre vergingen bis zur gezielten Haltung von Bienen. Doch erst 1769 richtete Erzherzogin Maria Theresia in Wien die weltweit erste staatliche Imkerschule ein. Vorsichtig löst Silke Friedrich die aneinanderklebenden Honigräume des Bienenstockes voneinander. Ihr Mann Martin hilft beim Abheben der Kästen. Sie können, gut gefüllt, bis zu 28 Kilogramm wiegen. Imkern ist teilweise körperliche Schwerstarbeit. So, jetzt ist es frei. Die Honigräume werden entfernt, damit Silke Friedrich im Brutraum ihr Volk für den nahenden Winter vorbereiten kann. Mit ihrem Stockmeißel schiebt sie behutsam die Bruträmchen zur Seite, um Platz zu schaffen für neue Wabenrahmen,
die die Bienen zur Überwinterung in den Stock bekommen. Die Rahmen haben eine selbstgegossene Mittelwand aus Wachs als Vorlage. Die Bienen bauen diese Wand dann zu beiden Seiten mit sechseckigen Zellen aus und bebrüten sie. Je ruhiger Silke Friedrich bei der Arbeit am Brutraum ist, desto ruhiger sind auch ihre Bienen. Weil den Bienen der Honig genommen wird, den sie als Winterproviant angelegt hatten, erhalten sie nun als Ersatz eine Futtertasche in den Stock, die mit Zuckersirup befüllt wird. So. Das langt noch für dich. Haben wir noch hier eine kleine Futterstraße aus Zuckersirup gemacht. Ich finde es immer so toll, wenn die Bienen dann in Reih und Glied dastehen und alles aufsaugen und auffuttern. Und das geht wirklich ganz schnell. Man denkt, die brauchen dafür ewig, ne? Eine halbe Stunde. Das ist jetzt wirklich in 2 Minuten ist das weg. Ne? Damit sie nicht absaufen, gibt es eine Reihe Korken. In die Futtertasche rein, als Schwimmhilfe quasi. Ja. Ist der Brutraum für den Winter vorbereitet, kann Silke Friedrich nun den nächsten Schritt für die Honigernte vornehmen. Dazu verschließt sie den Brutraum mit einem Spezialdeckel. Wir legen jetzt eine sogenannte Bienenflucht ein. Locker mit der Schrubbröhre kantiges Holz runddrechseln. In wenigen Sekunden entsteht so etwas völlig Neues. Die Drehbank ist eine der ältesten Maschinen. Holzbearbeitung fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Wenn der Meißel über das Langholz rübergleitet und die Späne so abbiegen und die neue Form entsteht und aus dem rohen Stück ein glattes Stück wird, das ist wunderschön. Faszination Drechsel. Die Kunst, Alltagsgegenstände aus Holz zu formen, wird immer populärer. In seiner Drechselstube in Neckarsteinach bei Heidelberg schafft Martin Weinbrecht kunsthandwerkliche Gebrauchsgegenstände aus Holz. Ja, ich drechsel eine Pfeffermühle heute. Genauer gesagt eine Kombination aus Pfeffermühle und Salzstreuer. Und weil das ein technisches Produkt ist, habe ich mir dazu auch eine Zeichnung gemacht, aus der ich die entsprechenden Maße rausnehmen kann. Und ich habe mir gedacht, es würde ganz schön aussehen, wenn wir dazu ein dunkles und ein helles Holz verwenden. So könnten die Brocken aussehen. Und ich gehe jetzt mal hoch ins Holzlager und suche mir was Schönes dazu raus. Die Werkstatt ist geräumig. Martin Weinbrecht gibt hier Kurse für Amateure und Profis. Über die Jahrzehnte hat sich in seinem Lager eine Menge interessanter Holzstücke angesammelt. Das könnte doch was sein. Für die Pfeffermühle sucht er etwas Ungewöhnliches. Jo, das passt. Übrigens, die Mooreiche, die hier steht, ist schon viele tausend Jahre alt. Ich habe mal hier so einen kleinen Würfel vorbereitet. An dem kann man schön die Maserung erkennen. Und die Profis, in dem Fall ist das Holz vom Archäologischen Institut in Berlin untersucht worden, die können anhand so eines kleinen Würfels genau erkennen, wann der Baum gewachsen ist. Beim hellen Teil der Pfeffermühle entscheidet sich Martin Weinbrecht für Eschenholz mit schöner Maserung. Das passt. Und ein Stückchen Restholz für einen Spund. Dann nehmen wir das. In der Drechselstube sieht es aus wie bei Meister Eder. Und es riecht angenehm nach Holz. So.
Prüfend gleitet der Blick über die Oberfläche. Wie läuft die Maserung? Gibt es Risse oder Holzfehler? Der Fachmann ist zufrieden. Aus dem Stück Eschenholz schneidet er mit der Kreissäge einen sogenannten Kantel ab. Ein Kantel ist ein viereckiger Rohling. Das harte Eschenholz lässt sich sehr gut maschinell bearbeiten. Dann haben wir doch schon ein Unterteil. Jetzt kommt nur noch das Oberteil. Für die krumme, dunkle Mooreichenbohle kommt die Bandsäge zum Einsatz. Mit dem Klassiker der Holzbearbeitung lassen sich problemlos auch große Stücke sägen. Der Drechsler schneidet aus der Mooreichenbohle ebenfalls eine Kantel. Auch nach Jahrzehnten ist der Schreiner vom Werkstoff Holz begeistert. Holz ist halt so ein gewachsener Werkstoff. Holz hat eine Struktur, unterschiedliche Jahresringe, Frühholz, Spätholz. Holz ist nie gleich. Und wenn wir dann so einen Schatz verarbeiten, so eine Mooreiche, die mehrere tausend Jahre alt ist, dann ist das schon etwas, was auch ich nicht jeden Tag in der Hand habe. Das ist schon ein besonderer Werkstoff. Das besondere Holz bearbeitet der Drechsler mit großer Sorgfalt. Jetzt geht's ans Drechseln. Die Eschenkantel wird in dem selbstzentrierenden Spannfutter am Spindelstock der Drehbank fixiert. Der Handauflagenhalter hilft, das Drechselwerkzeug sicher zu führen. So, jetzt nehme ich erstmal eine große Schrubbröhre und mache das vorne ein bisschen rund. Und die Unterseite glatt. Und gleich die Zentrierung für den Bohrer. Es ist ganz leicht, ein drehendes Werkstück freihändig zu zentrieren. So, jetzt kommt der große Bohrer rein. Ich setze jetzt erstmal eine Pilotbohrung von 25 mm und dann setze ich hinterher die Stufenbohrung drauf. So, dann kommt der 25 mm Bohrer raus und wir setzen die Stufenbohrung. Dafür haben wir hier so ein Stufenbohrer mit einstellbaren Klingen. Mahlwerke sind unterschiedlich. Und ich habe die drei Klingen so eingestellt, dass das Mahlwerk hinterher exakt reinpasst. Langsam frisst sich der Stufenbohrer in den Holzzylinder. Damit im Holzinneren nicht zu viel Hitze entsteht, zieht der Drechsler den Bohrer immer wieder zurück und lässt die Holzspäne rausfliegen. Holzreste entfernt er sorgfältig mit dem Pinsel. Jetzt setze ich mit diesem speziellen
Nutstahl hier oben an der Stelle die Nut für das Mahlwerk, für die Mahlwerkkrallen. Am Nutstahl hat Martin Weinbrecht eine Markierung angebracht, damit er weiß, wie tief er das Werkzeug ansetzen kann. Da ist die richtige Stelle. Und da ist die Nut drin. Und innen drin an der ersten Stufe die Kante brechen. Dann flutscht das Mahlwerk hinterher besser rein. Und unten ein klein bisschen fasen. Das sieht hübsch aus. Und den Mühlenausgang leicht überschleifen. Und das war's schon. Heute ist das Routinearbeit für den Profi. Angefangen hat die Drechselei für Martin Weinbrecht aber mit einem Schlüsselerlebnis. 1981, da lebte ich in Freiburg und habe Holzspielzeuge produziert. Und da brauchte ich Räder. Und dann habe ich mir eine Drechselbank gekauft, eine gebrauchte Drechselbank und Werkzeug dazu und habe versucht, diese Räder zu drechseln. Ich habe es schlicht nicht geschafft, die Räder im gleichen Durchmesser herzustellen. Ich habe es nicht geschafft, in alle Räder die Achslöcher ins Zentrum zu bringen. Und dann hatte ich das Glück, dass ganz in der Nähe meiner Werkstatt ein Drechslermeister seine Werkstatt hatte. Und dann bin ich hingegangen, Edgar hieß er, und der Edgar hat für mich die Räder gedrechselt. Und Edgar hat so schnell gedrechselt, dass ich Schwierigkeiten hatte, nachdem ich den Bohrer rausgezogen habe, im gleichen Moment hinzuhalten und das Rad aufzufangen. Und das war für mich so ein handwerkliches Schlüsselerlebnis. Ich habe einfach nur gedacht, boah, Wahnsinn, toll. Da fliegen die Späne, da riecht das Holz, das ist wunderbar, das möchtest du auch können. Okay, jetzt ist das Unterteil gebohrt. Das Oberteil hatten wir ja schon zugesägt. Und jetzt muss das Unterteil irgendwie hier auf die Drechselbank drauf. Und dazu mache ich einen kleinen Hilfszapfen, auf dass das aufgesteckt werden kann. Und dann kommt auf die rechte Seite der Vielzackmitnehmer und auf die linke Seite die Körnerspitze. Und dann reiße ich mir das Zentrum an. Auf beiden Seiten. Das ist ein Zentrierwinkel, mit dem geht das relativ flott. Und markiere mir das Zentrum mit dem Automatikkörner. Kann man auch anders machen, aber das geht schnell. Setze die Körnerspitze vor. Und die Auflage dicht dran. Einmal Probe drehen. Und dann geht's los. Mit der großen Schrubbröhre. Erstmal rund machen. Und dann hole ich mir den Durchmesser vom Einschlagfutter. Und setzt den Durchmesser ganz hinten ans Holz. Da ist er schon. Und jetzt versuche ich diese 4 Grad Schräge zu drechseln. Das klappt manchmal beim ersten Mal, manchmal auch erst beim zweiten Mal. Diesmal hat es beim ersten Mal geklappt. Und jetzt wird es eingeschlagen. Und die Körnerspitze raus. Und jetzt versuche ich, diese 2 Stufen hier auf das Holz aufzudrechseln. Und dazu nehme ich mir erstmal den größten Durchmesser. Das ist der hier. Und bringen wir den auf den Zapfen. Das ist der größte Durchmesser.
drehe ich den Zapfen zylindrisch auf den größten Durchmesser von der Stufenbohrung. So. Und jetzt kommt die erste Stufe. Da brauche ich jetzt keinen Messschieber mehr. Ich reibe die erste Stufe jetzt einfach an das Holz ran. Und ich sehe genau, da glänzt es. Da muss ich hin. Wird noch ein bisschen zu dick sein. Ja, das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Und sitzt. Und jetzt wird es rund geschrubbt. Hohe Drehzahl. Nur grob. Die Mühle soll nachher unten breiter werden, oben schmäler. Das ist noch nicht die endgültige Form und auch nicht die endgültige Oberfläche. Das ist nur eine grobe Form. Und jetzt geht es um die Oberseite. Und um das Längenmaß. Oben plan stechen. Bis kurz vors Loch. Und jetzt setzen wir oben noch eine Locherweiterung auf. Das hat optische Gründe, hat aber auch den Vorteil, dass man die Pfefferkörner leichter einfüllen kann. Der Stufenbohrer kommt nochmal zum Einsatz. Das Werkzeug wurde übrigens hier in der Werkstatt vom Mitarbeiterteam entwickelt. Ach, Dani.